Herzlich willkommen zu meiner neunten Übung mit GIMP. Ja, eine Kollegin will auf ihrer Webseite ein tolles Foto des eigenen Dachbodens veröffentlichen. Sie weiß ja nicht so recht, wie sie das Foto dafür aufbereiten soll. Und als GIMP-Spezialist wirst du ihr das Foto so zubereiten, dass sie dieses als Thumbnail verwenden kann. Aber was ist aber wieder ein Thumbnail? Thumbnail ist das englische Wort für Daumennagel und man versteht darunter die Bezeichnung für ein stark verkleinertes Vorschaubild, zum Beispiel einer Bildergalerie einer Webseite. Es werden so auf einer Webseite, auf einer Internetseite für den Surfer kleine Bilder dargestellt, die dieser mit einem Klick vergrößert dargestellt bekommt. Man hat also so von einer Grafik zwei verschiedene Ausgaben, eine kleinere für die Webseite, die man zuerst sieht, und dann eine größere, die dann aufgerufen wird. Ein Vorteil dieser zweifachen Darstellungsart besteht darin, dass zuerst die kleinere Ausgabe rasch in den Webbrowser geladen werden kann und nur bei Bedarf die größere Ausgabe nachgeladen werden muss. Und die benötigte Downloadzeit wird dadurch merklich verkürzt. Wir haben hier schon die Beispielgrafik, wieder unter gimp-wir-lernen.at. Und ich zeige dir jetzt einmal hier, wenn ich mit der rechten Maustaste hergehe, kann man sich das Grafikinfo anzeigen lassen. Und es wäre bei der Grafik, die wir hier sehen, wenn es Pixel 2600 etwa mal 1944. Das ist viel zu groß für eine Webseite in der Regel. Wenn ich annehme, dass hier die Webseite zum Beispiel nur eine Breite von 1200 hat, würden praktisch nur ein Teil davon dann wirklich dargestellt werden. Der Breite jetzt in dem Fall. Kopieren wir es uns einmal. Die Grafik hier. Grafik kopieren. Ich gehe wieder in GIMP hinein und füge es jetzt hier ein. Erstellen als Zwischenablage. Ich habe jetzt hier diese Grafik und die möchte ich jetzt verkleinern. Bei GIMP bedeutet das Skalieren. Ich gehe auf Bild, Bild skalieren, es geht mir ein Fenster auf, hier habe ich wieder diese Werte und ich möchte zwei Ausgaben des Bildes dann erzeugen, zuerst den Thumbnail, also die ganz kleine Grafik, und da nehme ich dann vielleicht eine Breite von 300. Wichtig ist hier diese Verankerung. Wenn ich jetzt hier diese Verankerung lösen würde, probiere es einmal und klicke dann auf Skalieren, wird das ganz komisch, die Höhe bleibt dieselbe, nur die Breite verändert sich. Ich mache das jetzt rückgängig, bearbeiten rückgängig, gehe wieder hinein, zwar unter Bild skalieren und achte darauf, dass eben das hier diese Kette praktisch aufrecht bleibt und dass es proportional skaliert wird. Ich verändere 300 und dann ändert sich auch der Wert für die Höhe. Klicke auf Skalieren und bekomme eine wesentlich kleinere Grafik. Ich kann mir die dann mit dieser Lupe hier, dann mit dem Vergrößerungswerkzeug dann wieder vergrößert darstellen lassen. Schaut immer noch recht scharf aus, wenn ich hineinklicke. Habe jetzt hier mein Thumbnail erzeugt, gehe auf Speichern runter. Ich könnte sie hier als XCF einmal abspeichern. Nehmen wir mal klein. Im Internet komme ich mit XCF nicht so weit, also mit dem Format. Ich speichere es als PNG. Genauer gesagt, ich exportiere es. Als kleines. Ja. Und gehe jetzt hier nochmal her und lege jetzt die etwas größere Variante noch einmal an. Mache das rückgängig, das Skalieren. Ich drücke jetzt die Steuerungstaste. Das verändert sich hier, wie ich es wieder schön dargestellt habe. Und skalieren wir jetzt dieses Bild. Es soll ja das größere Bild entstehen auf eine Breite von, sagen wir, 800. Es ändert sich dann die Höhe. Und jetzt ist das etwas gegenüber dem Thumbnail zumindest größere Bild entstanden. Klicke jetzt auf Datei, Speichern unter, als XCF-Grafik wähle ich als Bezeichnung groß und als Datei exportieren, als PNG-Grafik muss ich auch schauen, was ich hier groß wähle, klicke auf Exportieren. Ich werde hier wieder bei diesem Dialog aufgefordert, das Kompressionsniveau festzulegen. Ich bleibe jetzt hier bei 6. Klicke auf Exportieren und schaue mir das Ganze dann an. Betrachte es mir dann in meinem Ordner. Und das wäre dann hier dann das entsprechende Kleine und das Große. Da sieht man schon einen Unterschied. Groß hat in dem Fall hier bei mir, wenn ich auf Eigenschaften gehe, eine Dateigröße von 365 KB und Klein hat bei mir eine Größe von 82 KB, also ein enormer Unterschied.